Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xorg und wir machen weiter mit dem Apokalypsen-Auto. Und los geht's. So, am Ende dieses Videos wissen wir, wie viele Knöpfe man mit einem Logic Gate verbinden kann. Okay, oha. So, jetzt Alarm auslösen. Kannst du dir einen aussuchen. Oha. Sieht auch schick aus. Ja, das sieht echt gut aus, ja. So, fertig. Alarm! Alarm! Mist. Ja. Was für eine Beschallung. Ja? Ist es hell? Von außen? Bitte was? Oh nein, ich bin rausgegangen. Scheiße, ich komme nicht mehr rein. Oh. Schon wieder. Ja, ich komme ja nicht wieder rein. Ich bin ja zu klein. Ah, ich bin in den Reifen. So. Hier ist ja auch schon eine Tür. Sie dürfen. Ach, danke. So, ich bin drin. Sehr gut. Aber hier will ich auch eigentlich noch eine Tür reinmachen, weil eigentlich ist ja die Haupttür. Ja, aber genau. Wie soll man reinkommen, um die Haupttür zu öffnen? Ja. Wenn es keinen Eingang gibt. Das ist ein bisschen tricky, das stimmt. Obwohl, jetzt hast du ja da vorne ja die Türen hingemacht, so. Passt. Was wollte ich jetzt? Ob es mit den Knöpfen mehr laggt als ohne? Hm? Ob es mit den Knöpfen mehr laggt als ohne? Keine Ahnung. Ich denke nicht. Wird nicht entscheidend sein. Lassen wir sie dran. Ja. Sieht lustig aus. Ja. Brauchen natürlich auch noch richtige Beleuchtung für Innenbeleuchtung. Achso. Oh Scheiße. Einer zu viel. So, passt. Alles gezeichnet. Geh noch ein bisschen. So. Hell. Hab ich das denn jetzt gemacht gehabt? Dann hier noch ein bisschen. Wir müssten ja mit allem übertreiben. So. Ah! Was? Ich sehe kaum noch was. Vor lauter Knöpfen. ja. Willst du mal reinkommen? Ja, ich möchte sehen, was du angerichtet hast. Oha! Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Sieht kompliziert aus. Ja, also man kann sich nicht beschweren, dass es zu dunkel ist. Das ist auch wahr. So, und wenn man einen blenden will? Ich habe den Knopf gefunden zum Hochfahren, Gott sei Dank. So, bleib mal oben. Ich mach gerade was. Wenn ich Bescheid sage, kannst du wieder runterkommen. Okay. So, ich muss noch was bauen. Weiß nicht. Irgendwie ist immer zu dunkel. Ah, jetzt bin ich runtergefallen, scheiße.
Immer dieses Spiegeln. Nicht reingucken. Nee, 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 nee. So. Nicht gucken. Nein, 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 ich gucke nicht. Oh. Alles knallt. Das wird der krasseste Apokalypsenwagen der Welt. Das glaube ich ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, wenn der irgendwo an einer Steckdose angestöpselt wird, der saugt der ganzen Stadt das den Oha. Nicht sehr praktisch. Für die Endzeit. Den Strom absaugen. Ja. Dann kommen wir mit dem Wagen auch in die Nachrichten. Das dann stimmt. Dann die schon so in den Nachrichten. Achtung, der Apo-Wagen, der Apokalypsen-Wagen ist jetzt in Richtung München. Bitte sichern Sie Ihre Steckdosen. Ja. Oder und verschließen Sie jeden Stromzugang der ganzen Stadt. Besser ist das. Ja. Ich male. Ah. Wie ein Livestream, das Spiel. Alles passiert ein paar Minuten später. Echt? Ja. Ich habe schon die Reihe angeklickt, dass ich das setzen soll. Aha. Und dann erst ein bisschen danach setzt er erst alles nach und nach. Oh, das ist natürlich blöd, ja. Ah! So. Sieht aber lustig aus. Grau in Grau. Ich warte jetzt erstmal, bis er alles gemacht hat. Ja, krass. So. Grau, grau, grau sind alle meine Ochsen. So.
Und wie läuft's da drin? Ja, ich sorg ein bisschen für Kino-Feeling. Kino-Feeling? Ja, besser gesagt, 4D-Kino-Feeling. Oha. Ach. Ach so. Meinst du gerade? Ja. Okay. Gut, dann bin ich das nicht mehr. Wollen wir mal ausprobieren, wie viele Knöpfe, wie viele Sachen man mit einem Knopf verbinden kann? Probier es mal aus. Bin ich gerade bei. Wahrscheinlich gibt es keine Begrenzung. Na, das probieren wir aus. Da liegt ein Licht. Ein Licht. Oh, das habe ich verloren. Oh. Hab's im Fundbüro abgegeben. Okay. Hol ich mir nachher ab. Gut. Du hattest ja auch letztens einen 6-Stunden-Livestream, ne? Ja, das stimmt. Bist du eigentlich fertig geworden? Nee. Ich kam nicht dazu, den ganzen zu gucken. Das war zu lang. Ja, das macht nichts. Fand ich ja zu lang. Hast danach einen ganzen Tag geschlafen, ne? Nee, erstaunlicherweise nicht. Wann bin ich aufgestanden? So um 10 oder so bin ich wieder aufgestanden. Oh. Ich dachte auch, ich schlafe wahrscheinlich bis sonst wann, aber ging. Bestimmt geweckt, ne? Hm? Wird's bestimmt lautstark geweckt. Nö, auch nicht. So mit der lautesten Musik, die es nur geht. Endlich aufstehen. Genau, Dubstep lang oder so. Lang genug geschlafen. Rock'n'Roll. Das ist nicht so laut. Ja gut, kommt drauf an, was genau, aber stimmt. Rock'n'Roll oder so wäre wahrscheinlich lauter. So. Ich hatte nur noch die Diskussion mit mitgekriegt, wie du erzählt hast mit deinem Auto. Ah, ja. Das hatte ich noch mitgekriegt. Das schöne Auto. Jo. Wenn es wieder heil ist, ich nehm's dir gern ab. Ja, genau. Obwohl, nee, ich hab noch keinen Führerschein. Egal. Ich flieg es, solange ich bis ich Führerschein hab. Ich werde... Solange der eine Freudenfahrt, man. Wahrscheinlich einen ganzen Tank werde ich verfahren, wenn der wieder geht. Ja. So. Obwohl, ich glaube, das könnte noch ein Weilchen dauern. Ja, glaube ich auch. Naja, ihr habt ja 2 Autos. Gott sei Dank. Ja. Stell dir mal vor, ihr hättet nur ein Auto. Ja, das stimmt. Das wär richtig scheiße dann, ja. Vor allem hier, wo wir wohnen, mit einem Auto. Kommt man nicht weit. Nee, kommt man nicht weit. Ihr könnt euch ja den Trecker vom Nachbarn ausleihen. Ja, das wäre eine Idee. Ich bin letztens in die nächstgrößere Stadt, gestern war das, mit dem Fahrrad gefahren. Oh. Es waren zwar nur 7 Kilometer, aber trotzdem. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Alter Schwede. Ja, ich muss immer mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Als ich vorhin zurückgefahren bin, hat es urplötzlich angefangen zu schütten. Ah, wie aber scheiße. Richtig. Ja, das ist immer kacke.
innerhalb von ein paar Sekunden durch. Ja, klar. Das geht dann schnell. Ich hatte eine Regenhose dabei, aber so schnell konnte ich die nicht anziehen. Krass. Besser gesagt, ich war gerade auf einer Strecke, wo ich mich nicht unterstellen konnte. Verstehe. So. Ich glaube, wir werden heute auch nicht fertig. Nee, glaube ich auch nicht. Das Gewehr fehlt noch. Vor allen Dingen, was ich hier mache, ist ja nicht gerade sinnvoll. Ja, obwohl es doch rein theoretisch als Abwehrmechanismus doch. So. Neues bin ich das hier alles hier mühevoll und dann Mist. Hätte doch anders machen müssen. Könnte passieren, ja. Ah, ich sehe schon gar nichts mehr. Wann das jetzt nochmal mit den Script Mechanic Visitenkarten? Hab ich schon wieder vergessen. Oh! Soll ich dir nur mal erklären? Ja. Ich habe 200 Scrap Mechanic Special Edition Visitenkarten von mir, die ich vergebe. Dann nehme ich beides. Dann kriegst du beides. Genau. Ja? Natürlich. Cool, wünsche ich mir das. Ja. Ja, muss ich nur noch durchschreiben. Das machst du. So. Drückst doch gerne Knöpfchen, ne? Manchmal. Ja, dann kannst du mal reinkommen, kannst du Knöpfchen drücken. Ja! Oha! Da. Oha! Das weiße Knöpfchen. Das weiße Knöpfchen. Das ist, genau, wenn Zombies reinkommen, dann werden sie mit UV-Licht hier bestrahlt. Genau. Und dann schmelzen sie. Aber guck mal, wenn du das anmachst, und dann guck mal so nach hinten, sieht aus wie Nebel, so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt, ja. So in dem Bereich da, ja, das sieht aus wie Nebel, ja. Boah, ja. Du bist ja blind, ey. So, beides gleichzeitig. Jetzt noch blinkend. Ja. Boah. Oh ja, das wäre eine Idee. Das Blinken zu machen, das wäre geil. Ja, kannst ja auch zusätzlich machen, dass normales Leuchten geht und Blinken. Ja? Ja. Oh. Mach ich beim nächsten Mal. Oh, ist ja schwarz geworden. Ja, ich wollte mal ausprobieren, aber ich bin mir auch noch nicht so sicher. Die Tür. Ach, die Tür. Ich wollte gerade sagen, die Tür klemmt. So, ich mache mal weiter. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ah ja, Blaulicht. Blaulicht. Nee, da ist der Lift. So. Nee. Eigentlich würde ich dir was richtig krasses schicken. Was meinst richtig du? Geiles. Ach so. Eigentlich würde ich dir gerne was richtig geiles schicken, so, aber das. Nee, das ist mir zu wertvoll. Echt, lol. Okay, was wäre das aus Neugier jetzt? Das sind meine Filme, Tribute von Panem. Ich liebe diese Filme. Ja, das würde ich dann auch nicht hergeben. Ja, ich habe alle Teile als Film, als Buch und als MP3-Hörspiel. Ist ja alles cool. Die Bücher hab ich auch jeden Teil so circa dreimal durch. Das ist ja cool. Würde ich auch nicht hergeben an deiner Stelle. Ja.
Kennst du die Filme eigentlich? Filme kenne ich, ja. Die habe ich alle auch geguckt. Finde ich richtig cool. Ich auch. Ich gucke die in einer Tour. Ja klar, die sind, also das sind ja richtig mega. Schade, dass da kommt nichts mehr, gell? Es war fertig, oder? Ja, also ich glaube ja. Man könnte das natürlich jetzt nur ins Unendliche drehen, indem man das immer wieder macht. Oh, jetzt haben die das, jetzt sind die Bösen geworden, und dann kommen wieder andere und machen das wieder platt und so. Aber das wäre jetzt so langweilig. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, irgendwas könnte man da bestimmt noch machen. Natürlich. Wie sie zum Beispiel die Kinder aufzieht oder sowas. Ja. Irgendwie so. Aber ich glaube, das war's jetzt. Da kommt nichts mehr. Oh, cool. Ich hab Durst. Warte, da ist ein Waschbecken. Ja. Da. Oh, das wäre auch geil, wenn man das so benutzen könnte, wenn man so E drückt und dann geht genau. Wasser raus. Das wär's. Das wäre schon cool, gell? So, braucht jemand einen Hai? Ich hab einen zu verkaufen. Genau so, und jetzt so, ups, Reifen ab. Ups. Oder so, aus Versehen die ganze Front abgetrennt. Und ja, das wäre ärgerlich. Nein, nicht Reichweite. Nein, nicht Freecam. Hä, wie hab ich denn das jetzt gemacht? Oh, geil, man kann die Kameras umstellen. Das ist ganz praktisch, je nachdem. Follow Kamera, Trick, Follow Kamera, Free Kamera. Ja, was man so alles herausfindet. Ich weiß, wie verlässt man jetzt nochmal Sitz? Ach, mit E. Gut. So, Licht an. Ah, oh, sehe wieder was. Oh ja, warte, ich habe eine Idee. Ich komme mal raus. Ich habe eine Idee mit dem Hai. Heute ist nicht so mein produktiver Tag. So. Din, 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 din. Nein, falscher. So. Funktioniert das? Es tut nichts mehr. Oh nee, das funktioniert nicht. Das ist doch doof. Was funktioniert nicht? Ich wollte den so dauerhaft, aber das will nicht. Du hast den an was anderes verbunden. Oh. Das ergibt dann Sinn. Hä? Wieso macht die Verbindung dann nicht ab? Er will die Verbindung nicht mehr lösen. So. Aus. So. Ah, das ist immer noch zu langsam. Oh je. Wie schnell ist das? Ich weiß nicht, bei mir hakt das immer. Sehr schnell. Den, 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 den. Ein bisschen langsamer? Ja, vielleicht schon. So. Besser? Ja. Ja, gut. Aber das soll ja lustig sein. Ich muss mal den Stoppschild entfernen. So.
Ding, 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 ding. So. Stopp. Da. Schön. Aber wir müssen echt nochmal eine Folge machen. Ja. Aber es macht ja nichts. Ja, immer wenn ich... immer, du hattest ja die letzten Male immer vergessen, wenn ich einen Termin mit dir hatte. Ja, ich weiß. Grundsätzlich. Grundsätzlich? Ja, immer ich. Mich. Immer wenn ich dabei bin. Ja, das mache ich mit Absicht. Ja, glaube ich dir. Das glaube ich dir auch. Ja. Ich komme da gar nicht mehr rein. So. Ja, am Donnerstag bin ich ja nochmal dabei. Da ist ja dein ETS. Ah. Schon wieder vergessen? Nee. Nee. ETS nicht. Ja, da bin ich ja auch dabei. Das ist gut. Das soll schön voll werden an dem Tag. Da hatte ich dir schon geschrieben, dass ich ja schon so circa 14 Uhr dran bin. Okay. Guck mal, ich habe hier jetzt einen Knopf hingemacht, ja. Hier unten. Wo? Unterm linken Reifen. Vorne. Links, da. Auf der linken Seite, genau. Für die Fahrertür. Sonst kommt man ja gar nicht rein, das wäre ein bisschen ungünstig. Wo? Ich sehe den nicht. Unten an der Decke. Hä? Du bist hier so. Ah, da Knöpfchen. Ja, genau. Ist die jetzt zu oder offen? Ah, jetzt ist sie zu, genau. Passt. Sieht doch schon mal echt geil aus, oder? Ja. Ach ja. Boah, weißt du, kennst du noch deine, die lustigste Scrap Mechanic Folge? Welche? Ich hatte viele. Die, wo es so geleckt hat. Wo du immer sagtest, sind wir jetzt dagegen gefahren oder nicht? Ach so, ja, oh Gott, ja. Da hab ich mir auch schlapp gelacht. Ja, das war schon krass. Wollen wir noch eine Runde? Wollen wir noch mal fahren probieren? Ja, warte. Oh, was ist jetzt los? Ich bin abgesetzt. Ich fliege. Echt? Ja, das warte. So. Irgendwie, ich stand hinten und jetzt bin ich vorne und jetzt bin ich in den Lichtern. Ah, geht. Für unten brauchen wir vielleicht nochmal einen Boden dann. Sollen die Lichter jetzt bleiben oder nicht? Ach, die lassen wir, oder? Das ist doch lustig. Ja, okay. Okay. So ein kleiner Prank. Jo. Easter Egg. Obwohl, man sieht die Lichter ja schon. Genau, Easter Egg. Vorhin hat es den ganzen Tag geschüttet, jetzt ist blauer Himmel. Echt? Wie geil. Wo uns schon seit Tagen, Wochen so übles Scheißwetter. Ja, ich glaube, ich komme mich mal besuchen. So. Ah, so, wo bin ich hier? Dann krabbeln wir mal rein. Da oben ist mein Kissen, ich habe es wiedergefunden. Ja, das habe ich auch schon so lange gesucht. Ja. Aufs Waschbecken. Arm ist daneben. So, komm rein. Dann fahr mal. Du kommst gar nicht rein, ne? So, jetzt. So. Soll ich fahren? Ja. Dann fahr ich mal. Dann fahr du. Sieht schon geil aus, gell? Und danach fahr ich mal. Ich will auch mal fahren. Ja, unbedingt. Oh. Lass mich raten, bei dir fällt er auseinander. Oh, das wäre auch geil, aber nee, bei mir spacken die Figuren rum. Die fliegen dann halt so nach vorne. Die Beine so reißen so ab vom Körper, so richtig lang. So. Das fahr ich mal. Ah. Oh. Wir schlagen die ganze Zeit unsere Köpfe vorne gegen. Ach, krass. Dein Kopf fliegt sogar durch die Scheibe. Und dong, und dong. Nochmal schön. Kopfnuss. Ja, feines Auto. Ja. So. So. Ja. Oben muss ja auch noch was rauf. Was muss? Oben muss ja auch noch was rauf. Genau, also fertig sind wir auf jeden Fall noch nicht. Eine brauchen wir noch. Eine Folge mindestens. Ja. Mal gucken, wo wir dann das nächste Mal wieder Zeit haben, aber das war jetzt schon mal nicht schlecht. Haben wir ganz schön was geschafft. Ich speichere den mal.
Boah, das sieht schon geil aus. Fahr mal bitte höher. Ah, danke. Also, ich speichere mir den dann auch mal. Ach so, ja. Hast du ihn runtergelassen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal ein paar Kommentare da lassen, wie ihr diesen tollen Apokalypsenwagen findet. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüssi!